Stand immer noch nackend da. Und dann nahm ich einen Schlüpfer, der hatte schon Löcher da drin, und ein Kleid, ein Sommerkleid. Das waren die einzigen Kleidungsstücke. Das bewegt mich immer noch sehr. Die Kleidungsstücke. Wir sind zu heutigen Tag 85 Jahre alt. Das bewegt mich immer noch, dass ich nur diese zwei Kleidungsstücke hätte. Die ganze Zeit. Den Konzentrationslager. Du bist im April 1944 bist du abgeholt worden von zu Hause. Yes. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Als achtjähriges Kind wurde ich aufgeweckt in einer Nacht im April und angezogen und mir wurde gesagt von meiner Mutter, die zitterte, anziehen und Haare kämmen und alles, die zitterte immer. Und da war ein Mann. Das war bemerkenswert, eben für mich als Kind mit so einem großen Ledermantel, passt ganz bis an den Knöchel heran. Und mir wurde gesagt, du musst jetzt mit dem Mann losziehen. Und ich habe also versucht, seine Hand zu nehmen, wo ich dran gewöhnt, Hand mit Erwachsenen Hand zu halten. Aber der hat meine Hand abgelehnt. Wollte man nicht meine Hand anfassen. Und dann wurde ich in ein Sammellager gesteckt mit anderen Leuten. Und von dem Sammellager aus wurden wir transportiert, die Gruppe von uns, in einem Zug, in einen Viehwagen, welcher Stroh bedeckt war. Und ein Eimer, da war so ein Eimer so drin, das war die Toilette. Und dann wurden wir transportiert. Sehr, sehr lange Reise, sehr, sehr lange Reise von Hamburg aus nach Auschwitz in Polen. Ich hatte keinen Begriff, was Auschwitz ist. Ich wusste nicht, was los war. Und habe gedacht, als ich die Sterne sah, habe ich gedacht, meine Mutter und Vater und Gerda und Ilse, die sind jetzt zu Hause und die können auch die Sterne, die gleichen Sterne sehen wie ich. Zu der Zeit wusste ich natürlich nicht, dass ich jetzt Heimweh habe. Aber das ist natürlich, das war Heimweh, ich hatte Heimweh. Schon auf dem Zug nach Auschwitz. Ja. Als ich in Auschwitz ankam, Leute sprangen raus, Erwachsene sprangen da raus und dann nahmen sie ihre Kinder und take them out of these wagons. And I was the last one to get out of that. Ich war die Letzte, die aus den Waggon herausging, denn ich mit meinem kleinen Koffer habe ich mich nicht gewagt, herunterzuspringen mit dem Koffer in der Hand. Und dann Soldaten mit Hunden, Schäferhunden, die schrien uns immer an, alles muss schnell, schnell raus, raus, da hinten, nach rechts, raus, raus, raus. Großer Krach, großer Schreien und Hunde bellen und was so weiter. Und zu guter Letzt bin ich runtergesprungen. Und mein kleiner Koffer öffnete sich und meine ganzen Sachen fielen heraus. Und ich bückte mich dann, um die wieder reinzustecken und wurde angeschrien, dass ich schneller, schnell, schnell, schnell. Und eine Sinti-Frau kam wieder zurück, die hat das mitbekommen, dass ich, das Kind, war in Gefahr und sagte zu mir, lass das liegen, lauf, renn, lass das liegen.
Und dann habe ich das alles liegen gelassen, meinen Koffer mit der anderen Unterwäsche und so weiter und so fort. Und rannte hinter der Kolonne her. Anyway, we had then, were ordered to undress, all of us, grown-ups, children, everyone. We had to undress, naked. Ich habe nie einen jemanden nackend gesehen, bevor in meinem Leben. Und unsere Kleidungsstücken, wurde uns gesagt, wird jetzt entlaust. Und wir mussten in einen Raum gehen, in einen Waschraum. Und wir mussten uns, Wasser wurde angeschaltet und wir mussten uns duschen. Und als wir dann rauskamen, da standen uniformierte Männer, zwei uniformierte Männer. Und die haben uns, wie ich später herausfand, das war eine Auslesung, ausgelesen. Die hat uns, wir mussten langsam an ihnen vorbeigehen, langsam. Und er guckte uns alle an und immer nur gezeigt, auf die Seite, auf die Seite, auf die Seite. Und alle, die auf die Seite mussten, die waren alle, irgendwie war das nicht richtig mit denen. Die eine Frau, die ich mich erinnerte, die hatte keine Zähne und war ziemlich alt. Und die hatte ich auch vorher schon gesehen, als auf dem Sammellager in Hamburg, dass die eine Pfeife rauchte und so weiter. Und I think there was one who, da war einer, der konnte nicht richtig gehen, irgendwie was da verkehrt mit einem Bein und so weiter. Die gingen alle auf eine Seite. Und wie ich später, ist wesentlich später im Leben herausfand, das waren diejenigen, die sofort vergast wurden und verbrannt wurden. Die waren sofort, das war das Todesurteil. Und wir, die anderen, die noch etwas fit waren, wir mussten in die Baracken. Und die Baracken waren furchtbar. Als ich in die Baracke ging, nehme ich an, dass ich in so einen tiefen Schock gegangen bin, aus dem ich, glaube ich, wenn nichts geschehen wäre, welches geschah, hätte ich nie wieder herausgekommen. Ich glaube, ich wäre an Schock gestorben. So tief geschockt war ich. Aber eine Frau, eine Sinti-Frau kam den nächsten Morgen. Eine Nacht habe ich übernachtet in der Baracke. Ich bin aufgewachsen nur mit weißer Bettwäsche. Da gab es sowas natürlich überhaupt nicht. Da gab es nur Decken, Wolldecken, oder die konnte man nicht Wolldecken nennen. Das war auf jeden Fall Decken, wo man sich mit zudecken sollte. Die fühlten sich an wie Filz, wie Filz. Filz, Feld ist Filz, Feld. Ja, yeah. Ich nehme an, mit Dreck. Mit Dreck. Und it was totally so alien to me. It's unbelievable. Well, you know, I could, later in life, 20 years ago or thereabouts, ich habe ein Buch gelesen, welches mir, jemand hat mir das gesagt, dass es ein Buch war, das war eine Sinti-Kind, die so ein ähnliches Schicksal hatte wie ich. Sidonia, das Buch hieß, glaube ich, Sidoni. Und die ist gestorben. Die hat sich nie wieder aufgerafft aus dem Schock. Die hat sich nie wieder aufgerafft. Die hat nicht gegessen, nichts getrunken, die hat nicht gesprochen. Und die ist gestorben. Und die war ungefähr in meinem Alter. Die war, ich glaube, 2 Jahre älter als ich, 10 oder was. Und
Auf jeden Fall, diese Frau kam zu mir und hat sie mir gesagt, komm mit mir. Und die, das war eine Frau, die hatte Privileges. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Und die hatte einen kleinen Vorbau vor der Baracke, einen kleinen Vorbau, ganz klein, aber das war das Wichtigste, das war 100% besser als in der Baracke. Da war ein Bett drin, ein Tisch, ein Regal mit zwei Regalen, das war alles. Und seltsamerweise eine kleine Carpet, small carpet, was it called? Teppich, ein kleiner Teppich. Kleiner Teppich, yeah. Strangely enough, it was in there. Anyway, and I had to sleep on that table without a pillow. She didn't have a pillow for me. And that little Teppich was meine Zudecke, yeah. It was 100% better than in the barracks, you know, but all the others overcrowded barracks, overcrowded, with people in there looking very, very nearer to death than being alive, with dead eyes, you know. And it's much later, habe ich erfahren, dass ein Eimer Wasser wurde zugegeben für das ganze Lager, in dem mehrere tausend Leute gefercht waren. Ein Eimer Wasser. Ich habe mich die ganze Zeit, so viele Jahre, habe ich immer gedacht, wo habe ich jemals Wasser gesehen? Ich habe nie Wasser gesehen. Da gab es kein Wasser, sich zu waschen. Da gab es kein Wasser zum Trinken. Wir bekamen Kaffee, braunes Flüssigkeit in einer Schüssel. Es gab keine Teller. Das waren Blechschüsseln, aus denen man trinken musste und essen musste. Aber nicht zum Waschen. Es war kein Wasser. Man konnte sich nicht waschen. Da war kein Wasser, um sich zu waschen. Und natürlich, das war, ab welches ich natürlich alles wesentlich später erfuhr, zu der Zeit, ich war ein Kind. Ich wusste nicht, was los war. Ich erinnere mich an Holz-Construction, Astloch. Und da habe ich hereingeschaut in das Astloch. Ich habe immer geguckt, was ist das? Das dauerte eine ganze Weile, bevor ich herausfand, dass dies die eigenartigen Umstellungen von Arm und Bein waren. Und zu guter Letzt bekam ich, eben als achtjähriges Kind, bekam ich das Bild in meinem Gehirn, was ich da sah. Das waren Leichen, nackte Leichen, mit Kalk überstreut. The woman who took me into her little room, her name was Wanda. And Wanda, she looked after me. She told me. She said to me, "Do not go into the barracks. Go not." And a child needs it. You see, you need to be told. Children müssen wissen, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Sonst sind sie wie Tiere. Jetzt gehe ich wieder zurück, als wir aus der Dusche kam. Unsere Sachen, die waren entlarvt worden, die kann ich mich noch daran erinnern, die hatten starken chemikalischen Geruch und die waren alle in einem Haufen draußen auf dem Fußboden und
alle hickeldi-pickeldi über. Und Leute mussten losziehen und sich ihre Sachen herausfinden, um sich wieder anzuziehen. Und ich wusste, you never believe it, but I, as an 8-year-old girl, als 8-jähriges Kind, ich war so gut aufgezogen worden. Ich habe meine eigenen Sachen gesucht. Ich habe meine eigenen Sachen aus diesem Haufen von den Kleidungsstücken, habe ich immer gesucht, meine, was ich anhatte. Natürlich, was ich anhatte, das waren sehr gute Kleidungsstücke, die waren alle weg. Was hattest du an? Und ich hatte, wie Kinder zu der Zeit, hatten Schlüpfer an und ein Leibchen. Was ist das euch noch heutzutage ein Begriff, ein Leibchen? Mit Suspendern, wo Kinder ihre Strümpfe mit abhielten. Gibt es das heute noch? Nee, gibt es nicht. Zu der Zeit gab es das. Strümpfe, gute Schuhe, ein Rock, eine Bluse, eine Strickjacke. Das hatte ich, das konnte ich alles nicht finden. Und zu guter Letzt, als da ungefähr noch 4, 5, 6 Sachen auf dem Fußboden lagen, hat eine Frau, eine Sinti-Frau, bemerkt, dass ich ein Kind alleine bin und hat zu mir gesagt, du musst irgendwas nehmen, du hast noch nichts an. Ich stand immer noch nackend da. Du hast noch nichts an, du musst was anziehen. Ich habe gesagt zu ihr, ich kann meine Sachen nicht finden. Nimm irgendwas. Und dann nahm ich einen Schlüpfer, der hatte schon Löcher da drin. Ich nehme an, das war der Grund, dass er nicht genommen wurde. Ein Schlüpfer mit Löchern, den habe ich genommen. Und ein Kleid, ein Sommerkleid, Cotton, Baumwolle, mit kurzen Ärmeln, welches ungefähr passte, ungefähr. Und das war alles, was ich hatte. Da war nichts mehr, keine Strümpfe, keine Schuhe, nichts. Das waren die zwei Kleidungsstücke, das waren die einzelnen Kleidungsstücke, das bewegt mich immer noch sehr, die Kleidungsstücke. Wir sind zu heutigen Tag 85 Jahre alt. Das bewegt mich immer noch, dass ich nur diese zwei Kleidungsstücke hatte. Die ganze Zeit in den Konzentrationslagern hatte ich immer nur diese beiden Kleidungsstücke. Barfuß. Ich war sehr unebenen Gründen, welches natürlich heutzutage oder würde niemand erwartet, barfuß über solche Schlacken, Kohlenschlacken wurde gestreut über die große Schlachlöcher in Auschwitz. But I believe, I'm pretty sure I know, these were not Schlacken. These were the remains of people who have been burned. Yes, I had to walk over that bathroom. Very sharp to walk on, very sharp. Yeah, it was a very, 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 very dark time in my life. Very dark. Never recovered from it. I have never recovered from it. Never, never.
No, never, never recovered. Suppressed it until I was around about 40 years old. Suppressed it. Yeah, suppressed it. Going to doctors here in England, I lived in England 58 years, being asked, does that run in the family? Let's say, I don't know, diabetes or whatever. Does it run in the family? Instead of saying, no, I'm adopted, i.e. I do not know my parents' medical history, I used to say, no. Because my parents in Hamburg, they didn't suffer from diabetes. You see, that was wrong in my head. You see, I hadn't suppressed it all. It only came out when I was about 40 years of age. After having seen a large poster, which I'd never seen before, I'd never been interested in. Ich bin nie interessiert gewesen an Politik, Politik und so weiter. Habe ich einen großen Poster gesehen in England über wie die Situation in Südafrika aussieht mit der Apartheid. Und dann wurde alles gelistet, was die Blacks nicht durften, was die nicht die durften, sich nicht auf Banken setzen, wo welche für Weiße waren und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und wenn ich das alles las, damit einmal ging mir ein Licht im Kopf auf. Ich wurde genauso behandelt, ich wurde eben schlechter behandelt als Schwarze in Südafrika. Und als das Licht aufging in meinem Kopf. Damit einmal kam die ganze Sache, alles, was mir geschah, was geschehen war, exploded. Ich hatte a nervous breakdown after that. Because I remember crying out, crying, and calling for my mother. My mother, meine Mutter, die ich, wo ich aufwuchs, kreide vor her. So. All the things I think which I should have done when I was there. You know, cry, mama. No, but I didn't do it, you see. It was all suppressed. I didn't cry in Auschwitz, nor in Ravensbrück. No. Das brach erst viel später aus dir heraus. What? Pardon? Das kam erst viel später. Yes. Well, I was 40. And at the time I was 8. So you can work it out how many years that took. Can't you? Yeah. Yes. There you go. Aber dein Vater, bei dem du aufgewachsen bist, hat dich nicht vergessen in der Zeit. Nein. Der hat alles getan, um dich wiederzusehen. Was hat er getan? Zuerst ist er zu den Kriminalräten gegangen in Hamburg und hat sich beschwert, dass ihm nicht gesagt wurde, dass irgendwas in meinem Hintergrund nicht stimmte, zu der Zeit, als er das Kind annahm. And he did, yeah, he was treated very badly, very badly. And amongst other things, once he was told
One more word, noch ein Wort von Ihnen und dann lasse ich Sie auch verhaften. Denn schon in 35, in dem Jahr, in dem ich geboren bin, waren schon Gesetze herausgekommen, in denen es verboten war, für Deutsche Beziehungen zu haben mit Leuten, welche rassisch nicht arisch waren. Unarischen Leuten wie Juden und Sintis und Römers. So, what mein Vater gemacht hat, war natürlich gefährlich. Er hätte sich seine eigene Familie, er selbst und seine Familie hätte darunter leiden können, dass er sich so einsetzte dafür und für seine Tochter, welche er immer sagte, meine Tochter, das war ich. Ich war seine Tochter, wurde weggenommen. Und das ist nicht richtig, das können Sie doch nicht machen und so weiter. Gucken Sie sich doch die Fotos an von dem Kind, das sie dort sieht, die aus wie ein unarisches Kind und so weiter. Nein, die sah nicht aus wie ein unarisches Kind. Die war blond und blauäugig. Aber wie gesagt, das war alles, das haute alles nicht hin. Und dann hat er angefangen, Briefe zu schreiben. Er hat sogar an Hitler geschrieben, an Göring, an alle, die nehmen wir an, auch an Himmler. Und zu guter Letzt hat er ein Reply bekommen von Martin Bormann. Martin Bormann, ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass Martin Bormann war der Sekretär von Hitler. Das musste so hoch gehen bis zu Martin Bormann, bevor jemand die Authority hatte, um das zu veranlassen, dass jemand aus einem Konzentrationslager entlassen wurde. Auf jeden Fall, mein Vater hat das geschafft. Und er hatte den Entlassungsschein und dann ist er losgezogen und hat mich abgeholt von Ravensbrück. Denn in der Zwischenzeit war ich verlegt von Auschwitz nach Ravensbrück. Wie stark waren die Unterschiede zwischen Auschwitz, dem Vernichtungslager, und dann Ravensbrück? Natürlich, ich war alleine. Ich hatte natürlich meine Wander nicht bei mir und ich hatte keinen. Ich war wieder in einer Baracke, aber die Baracke war nicht so schlimm wie in Auschwitz. Aber es war schlechter für mich persönlich, dadurch, dass ich Wander nicht hatte und dass ich nicht die Protection von Wander. Das war das erste Mal in Ravensbrück, dass ich geschlagen wurde von einer Nazi-Frau. Ja, mit einer Peitsche. Das war das erste Mal. Das hätten die in Auschwitz, hätten sich das nicht gewagt, da ich ja unter Wanders Beschutz war. Ja. Warum wurdest du geschlagen? Warum? Wir waren in unserer Baracken und da kam eine Helferin, die war die hatte keine Uniform an, aber die hielt mit, half den uniformierten Leuten und kam rein und was ist für ein Mief in hier, alle raus. Ich habe mich aufgerafft und bin aus meiner Koje herausgeklettert. Ich war auf der dritten Etage Koje, ganz 1, 2, 3, da musste man raufklettern. Runtergeklettert und bin nach außen gegangen. Ich war aber nur die Einzige, die nach außen ging. Alle die anderen, die haben sich da gar nicht drum gekümmert, was die Frau gesagt hatte. Und als ich da herauskam, da kam eine Frau, uniformierte Frau, mit einer Peitsche und fragte mich, was machst du denn? Was machst du hier draußen? Was machst du hier? Ich habe Antwort gegeben. Ich habe gesagt, Wir wurden gesagt, wir müssen alle raus. Und das hat sie so geärgert, dass ich den Mut hatte, sie etwas zu sagen.
Da hat sie mich mit der Peitsche um die Beine gehauen. Das fühlte sich an, wie als wenn Feuer um deine Haut geht. Eine lange Peitsche, eine lange Peitsche. Ja. Fühlte sich an, wie als wenn sich Feuer um deine Beine schlingt. Ja. Ja, was another thing, welches ein Kind nicht versteht. Einer sagt, geh raus, die andere sagt, was willst du hier? Ja. Wie lange warst du in Ravensbrück? My release from Ravensbrück was at the end of September. So it was virtually 2 months in Ravensbrück. Ja. And he collected me from Ravensbrück. Er kam, um dich abzuholen. Yes. Wie hast du dadurch erfahren? Wie hast du erfahren, dass du freikommst? Oh yeah. This woman, the Helferin, she came and she stood there. I saw her. I was, you know, in my Koje im dritten Stock. And staring in the middle distance, nothing to do, nothing happens, nothing to look at, nothing to do. Middle distance, just staring, sitting there and staring, you know. Middle distance, nothing to do, like a zombie, you know. Like a zombie, lifeless. Ich sah sie stehen da und ich sah ihren Mund immer auf und zu gehen, dass sie was sagte. Habe nicht gehört, war schon so weit weg in meinem Kopf, habe nicht gehört, was sie sagte. Und dann zu guter Letzt ging es in meinem Kopf, dass sie immer meinen Namen schrie. Else Schmidt, Else Schmidt, Else Schmidt. Und runtergeklettert zu ihr hingegangen. Komm mit mir, du wirst entlassen. Und dann musste ich mich wieder duschen. Denn, mein Gott, ich hatte für 6 Monate habe ich nie Wasser gehabt, um mich zu waschen. Ich hatte nie Seife. Auch wenn ich Seife gehabt hätte, hätte mir das nichts genützt. Ich hatte kein Wasser. Niemand hatte Wasser da. Deswegen starben sie alle auf Typhoid und God knows what. Ich hatte natürlich Krätze an meinem Bein, Krätze. Yeah, but also think that you get Krätze when you have no means of washing yourself. Und du trugst immer noch das gleiche wie in Auschwitz. Genau. That dress and that pair of knickers, Unterhose mit Löchern, durchlöchert. Auf jeden Fall. Und dann wurde ich an ein großes Abteil geleitet und da waren alles Tische belegt mit Kleidungsstücken, Unterwäsche, Strümpfe, Schuhe, Kleider, Hosen, Röcke, Blusen, Mäntel und so weiter und so weiter und so fort. Und dann hat sie zu mir gesagt, dusche und dann zieh dich an, aus Sachen aus hier, aus diesem Raum. Und ich war so verstört, dass ich geduscht habe, kann mich aber nicht daran erinnern, ob ich ein Handtuch hatte, und bin in den Raum gegangen und habe nur da gestanden, habe nicht mich gewagt, mich etwas anzufassen. Denn ich war unter dem Eindruck, wenn mir was gesagt wurde, das ist nicht richtig. Die hatte gesagt, geh raus, das war nicht richtig. So, sie sagte, ich soll mir was aussuchen hier. Das ist höchstwahrscheinlich nicht richtig. Das ist wahrscheinlich gefährlich. Mhm. Ja. Gefährlich, ich stand da nur. Hast du deine Haare noch eigentlich oder haben die abrasiert? Nein, die Sinti und Romas Haare wurden nicht abgeschnitten. Also die wurden nicht abgeschnitten. Das war, glaube ich, nur die Juden. Die Judenwurzeln wurden geschoren. Denn das Sinti-Lager war etwas anders als die Judenlager.
zu der Zeit ist mir schon aufgefallen, als Kind ist mir schon aufgefallen, das Judenlager war auf einer Seite von uns, auf einer Seite, nur abgetrennt mit diesen electrified fences. That they were, they looked even worse than we did. They had uniforms on, striped uniforms, we didn't. They looked even gaunter and worse than we did. Anyway, what were we? Oh yes. Eventually, someone came, kam zu mir und hat gesehen, was los war, dass ich Angst hatte, was zu machen, und hat mir was ausgesucht, hat mir selber was ausgesucht und hat mir was gegeben zum Anziehen. Und dann musste ich ins Büro, musste ich mich da hinsetzen, setz dich hin, dein Vater kommt. Und er kam dann auch. Und dann mussten wir zu dem Schreibtisch hin und wir mussten unterschreiben, ich sogar auch als achtjähriges Kind, ich musste unterschreiben mit meiner Kinderhandschrift, Else Schmidt, dass ich nicht, wo ich gewesen war und so weiter, nicht darüber spreche. Und hast du dann in dem Büro, wo du das unterschrieben hast, hast du deinen Vater wieder getroffen? Ich war zu verstört, um in seine Arme zu laufen oder was weiß ich. Ich war viel zu verstört. Viel zu verstört. Ich war zu I was still in shock. Ich war still schockiert, in Trauma. Ich war traumatized. He just came and I think, you know, no kissing or anything like that. Nothing. Just no emotion at all. Didn't show any emotion. Später hat mein Vater gesagt, als wir beantragten, dass meine Mutter für tot erklärt werden, meine richtige Mutter für tot erklärt wird, mussten wir irgendwo hingehen in Hamburg zu einer Behörde und er musste testifizieren, wie das alles lief mit mir und so weiter und so fort. Und unter anderem sagte er, dass sein Kind war wie eine Mumie. Sein Kind erschien ihm wie als in Habensbrück wie eine Mumie. And Mumies don't go, oh Dad, do they? No, they don't. No. Hast du die Nähe zu deinen Eltern irgendwann wiedergefunden? No. Nein. To this day, I don't feel comfortable hugging people. No. Von Ravensbrück seid ihr nach Hause gefahren mit dem Zug? Oder? Ja, mein Vater hat sogar, hör mal zu, der hat sogar erste Klasse gebucht. Erste Klasse. Denn er war unter dem Eindruck, dass ich vielleicht nicht in einer guten Verfassung bin. Hat sogar, und das waren einfache Leute, die haben nicht viel Geld verdient. Das waren Arbeiter. Ja? Er hat aber trotzdem, sich aufgerafft und das Geld gefunden für erste Klasse. Erste Klasse. Wie war das, nach Hause zu kommen? Ich war zu verstört, mich daran zu erinnern. Wie eine Mumie. Don't forget. Wie ging es dann danach weiter? Du bist ja nicht einfach am nächsten Tag in die Schule gegangen. Na, in der nächsten Woche ging ich wieder zur Schule. In der Schule wurde ich von einem Lehrer, der hatte mein Pflaster, ich auf dem die Tätowierung, die ich auf meinem Arm hatte, als Auschwitz Überlebende, ein kleines Pflaster darüber. Der hat mich gefragt, dass ich mich vor die Klasse hinstellen soll und den
und ihm sagen soll, was unter meinem Pflaster ist. Trotzdem, ich musste was unterschreiben, dass ich nicht darüber spreche, was mir geschah in Auschwitz. Ich bin erstarrt und habe nichts gesagt, habe nur da so gestanden. Und nach einer Zeit hat er wohl gemerkt, dass ich total verstört bin und ich durfte mich wieder hinsetzen. Wie haben die Kinder, die anderen Kinder? Nein, die Kinder haben sich überhaupt nicht darum gekümmert. Ich nehme an, die haben den Pflaster überhaupt nicht bemerkt. Das war nur die Erwachsene, in diesem Fall, dieser Lehrer hat das gemacht, welches natürlich sehr unangenehm für mich war. Sehr unangenehm. Ja. Was hast du mit deinen Eltern und Geschwistern geredet? Die haben mich nicht danach gefragt. Nur mein Vater hat mich danach gefragt. Hat mich aber ins Schlafzimmer genommen, um mit mir alleine zu sprechen. Und er hat mich gefragt, wie die Sache da lief. Was ging da los? Und ich habe ihm dann hab gesagt, ja, Papa, und da wurden Leute lebendig verbrannt. Welches war vielleicht günstig, dass seine Frau das nicht hörte. Und seine Gesichtsmuskeln, das ist ein anderes Ding, weil ich mich sehr daran erinnere. Ist für ein Kind ist es ja eigenartig. Ich hatte noch nie meinen Vater gesehen, mit Muskeln im Gesicht zu zucken. Weißt? Das hatte ich noch nie gesehen. Ich nehme an, das war sehr emotional, dass er sehr emotional war, dass solche Sachen zu hören, aus einem Kindermund. Hast du ihm noch mehr erzählt? Hast du ihm alles erzählt, was dir? Ich habe ihm vom Wander erzählt, was Wander mir, was Wander mir erzählt hatte. Oh, Wanda hat mich sogar aufgefordert, einen Brief zu schreiben, wo sie überlebt. Yes, sie hat es geschafft, ein Papier zu bekommen und einen Bleistift und einen Umschlag. Ja, yeah, Wanda hatte das. Und ich musste, sie sagte, schreib einen Brief. Und ich konnte mich als Achtjährige natürlich noch an meine eigene Adresse erinnern. Und da wurde abgeschickt und sie hat mir diktiert, was ich sagen soll. Ich bin jetzt alles ist okay hier, Mama. Und könntest du mir bitte eine Strickjacke schicken was weiß ich. Und der Brief ist angekommen. Der Brief ist angekommen aus Auschwitz. Aus Auschwitz, ein Brief kam an in Ostdorf. Ja. Yeah. Und die haben ein Paket gepackt, welches ich bekam, als ich schon in Ravensbrück war. Alles heraus, nur einige gebrochene Kekse waren da noch drin. Und ein gehäkeltes Taschentuchbehälter, den man sich als Kind um den Hals hängt und mit dem kleinen Ding da dran, wo du dein Taschentuch drin hältst. Ein Taschentuch, bloody hell, I didn't have any bloody shoes, let alone a Taschentuch. Und Zahnpasta, da war Zahnpasta drin. Zahnpasta, bloody hell, da war kein Wasser zum dich da, dein Hintern zu waschen oder dein Gesicht zu waschen. Let alone brushing your bloody teeth. Yeah, the irony of it. Yeah. Apparently, they had put a Strickjacke in there, had gone by the time I got the parcel. It only had this thing and some broken biscuits. That was all that was left. Wie hast du das Kriegsende im Frühjahr 1945 in Hamburg erlebt? Eine Freundin von mir sagte zu mir, ich glaube, ich habe zu ihr gesagt, wir werden den Krieg verlieren. Und sie sagte, nein, wir werden den Krieg nicht verlieren.
denn wir haben eine Spezialwaffe. Als Neunjährige sprachen wir, ob wir den Krieg gewinnen mit der Spezialwaffe. Und wir haben den Krieg nicht gewonnen und die Engländer sind eingezogen. Und da habe ich trotzdem dem Ausgangsverbot, bin ich auf den Baum geklettert, ganz hoch in die Höhe. Der Baum musste mindestens 400 Jahre alt sein. Sehr, sehr große Bäume. Und ich habe die Autos, die langen Kolonnen von Autos, den englischen Autos gesehen, als sie zu der Kaserne fuhren. Anything else? Ja, abschließend. Du bist ja quasi ein Mensch, der drei Identitäten haben könnte. Als was fühlst du dich? Good question, gute Frage. Ich wäre froh, wenn ich die gut beantworten könnte. Leider kann ich das nicht. Das Einzige, was ich da nur zu sagen kann, als ich einmal in Hamburg für eine mit Jugendlichen sprach über meine Erlebnisse. Und unter anderem in den Jugendlichen war auch eine Sinti junge Dame, ungefähr 17 Jahre oder 18 Jahre alt oder was, so ungefähr. Und eine fragte mich, was ist ihre Identität? Und meine Antwort war, ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich bin nicht sicher, was meine Identität ist. Und dann unterbrach die Sinti-junge Dame und sagte, sie gehört zu uns. Und da war ich froh drüber, als ich das hörte. Da habe ich mich drüber gefreut. Ich habe gedacht, oh, auf jeden Fall ist eine Person denkt, ich bin deren Identität. Ich war sehr froh darüber. Denn man darf nicht vergessen, dass erst in 1948 wurde mir deutsche Staatsangehörigkeit zugesprochen. Aber die deutsche Staatsangehörigkeit so spät im Leben zu bekommen, man ist sich nicht sicher, ist man richtig deutsch, ist man richtig deutsch, ist man richtig 100% deutsch. Ist man Sinti und Roma? Ist man Sinti und Roma? Nie mit Sinti und Roma zusammengelebt? Auf jeden Fall bin ich nicht Englisch. You know. Vielleicht würde ich, wenn ich gezwungen würde, würde ich vielleicht mich bezeichnen als eine deutsche Sinti- und Roma-Frau. Beantwortet das dich da? Ja, das war ja ganz, 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 ganz bewegend. Und wirklich mehr, als wir uns erhofft und versprochen haben. Vielen Dank dafür. Okay. Ja. I hope you edit that. Take all the rubbish out. Ja, da war nicht viel Rubbish. Nee. Nein.